drehen jetzt den Zylinder schön auf 99,75. Wir haben Besuch da. Da ist der Direktor Café. Hi Chris. Hi Andi. Wie läuft's? Ja, bei dir läuft die Maschine. Du kommst gerade mitten in ein Video rein. Ehrlich? Ach so, hab ich dich stört. Siehst du, ja. Leute, das war echt keine Absicht. Also, wen ich niemals störe, ist den. Aber ich unterbreche dich gerne für den Kaffee. Das ist nämlich deine frische Ware mit. Jawohl, geile Sache. Den kennt ihr ja, den Chris kennt ihr von dem letzten Video. Café Colonia. Also von einer der letzten, ne? Und du machst auch deinen Aufkleber. Das war schon. Soll ich mal auf die Brust machen? Nee, machst du nicht. Okay. Wir wollen ja die Leute nicht überreden, ne, dass sie einen guten Kaffee kaufen. Du hast das Kaffee mitgebracht. Ja. Also auf den Witz. Meinen Kaffee? Ja. Also man muss jetzt kurz sagen, Andi, ne, du weißt ja, das ist auch deine Röstung jetzt. Der hat nämlich plus 2,1 bar Ladedruck. Nicht 2,4? Nee, 2,1. 2,1. Ich habe mich 2,4 noch nicht getraut. Also der ist wirklich ein bisschen, mein Espresso kennst du ja, der hat noch ein bisschen mehr Druck, der ist leicht in den zweiten Crack eingeröstet. Das kann man übrigens bei uns sehen auf dem YouTube-Kanal, was der zweite Crack heißt. Ja. Ein bisschen gucken. Aber ist ja, du weißt das. Ist das dann, wenn wir zweimal knacken? Ja. Ah, okay. Krass. Jetzt, wenn die Kurbelwelle zweimal knackt, ist das dann ist auch scheiße. Dann ist das gut. Komm, wir checken aus dieses Produkt. Ja, die Produkt kommt. Da drin liegt auch noch eine kleine Überraschung für dich. Nein. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Känguru. Regal. Warte, müssen wir direkt testen. Ja, hast du Stempelkissen da? Ja. Kissen nicht so. So, pass auf. Kriegen wir das auf die... Ja, komm, mach. Komm, so cool, so schräg, oder? Ja, mach mal, wie du meinst. Jesus Christ. Woppa! 2,1 bar Ladedruck. Espresso bei einem, mega geil. Schön. Coole Sache. Achtung, 3, 2, 1. Mhm. Guck mal rein. Das ist aber ohne Bild. Das ist aber ohne Bild. Riech mal. Ah! Es ist natürlich auch ganz wichtig, Kollege, so haben wir hier nicht gewettet, ne? Muss da jetzt noch ein Subi-Performance-Aufkleber drauf? Dark Sounds. Hast du die Stoppapparat? Mhm. Warte noch einen kleinen Moment. Und Start. Das war jetzt ziemlich genau 25 Sekunden, ne? 30 Gramm sollen drin sein, die 2 Gramm schenken wir uns jetzt. Das kannst du mal probieren. Yeah. Warte, warte, warte. Probieren. Okay. Zum Wohlsein. Das ist auch, für mich ist das. Kann man trinken. Das ist ein sehr leckerer Espresso. So, jetzt gib den bitte auch mal der Anne. Die Anne? Die... Sehr schmackhaft. Sehr. Ist genehmigt, Chefin? Ja. Okay. Abgenommen.
So, jawohl, mega geiler Kaffee. Wer auch in diesen schönen Genuss kommen will, der Kaffee ist jetzt im Online-Shop. Was wir gar nicht erwähnt haben, guck mal, wir tun mutige Kinder unterstützen. 1 Euro pro verkauftes Kilo. Also egal welchen Kaffee von Café Colonia, aber auch den, den er angeht in seinem Shop hat, geht dennoch 1 Kilo, wenn er wegkriegt, verkauft wird, 1 Euro an den Verein mutige Kinder. Also. Nee, machen wir nochmal. Für mich, nein, ich finde das gut. Ich schneide das zurecht. Für mich ist das auch kein irgendwie neue Geschäftsidee, sondern ich will einfach selber guten Kaffee trinken, wo ich weiß, wo der herkommt und euch das einfach näher bringen. Also, gönnt euch den Subi Performance 2,1 Balladero Kaffee. Seine Röstung. Ja, Adi hat eine super Idee gehabt, denn die ersten 10 Bestellungen, die 500 Gramm oder ein Kilo sogar bestellen, nee, ein Kilo. Kilo? Nee, 500 Gramm sind es. Also, und die ersten 10, die 500 Gramm von dem Subi Espresso bestellen, bekommen sogar ein Sticker for free. Nein, Sticker Set. Oh, Sticker Set. Das heißt, Zuschlagen bestellen. Gold, schwarz, weiß. Ja, Gummio, hätte ich auch selber gerne eigentlich, Alter. Nein, also bestellt das, mach das, ich mach das. Das ist mein. Tschüss. Tschüss. Wartet, wichtig, gib her. Sag tschüss. Sag tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, Königin. Ja.